Vor Ewigkeiten habe ich mal in einem Video versprochen, dass ich mal ein Video zu den besten Online-Multiplayer-Games für die Nintendo Switch mache. Und ja, okay, ist jetzt schon ein bisschen her, aber besser spät als nie. Also habe ich mich auf die Suche gemacht und euch die 20 besten Nintendo Online-Spiele rausgesucht. Und natürlich ist das nur meine Meinung und ihr dürft gerne eine andere haben. Und wenn euch da ein Spiel fehlt, wie zum Beispiel Mario Golf Super Rush, was nicht dabei ist, das kann ich jetzt schon mal sagen, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare, denn dann hat auch jeder was davon, der dieses Video sieht und ein bisschen in den Kommentaren stöbert. Ja, was wollte ich noch sagen? Ach ja, für die meisten Spiele braucht man eine Nintendo Online-Mitgliedschaft. Nicht bei allen, aber so bei dem Großteil eben halt schon. Und was dann noch? Ach ja, falls ihr mal auf der Suche nach physischen Spielen seid oder ihr wollt eure physischen Spiele verkaufen, dann schaut doch mal bei meinem Partner RetroPlace nach. Denn da gibt es einen Marktplatz für so wahnsinnig viele Konsolen, nicht nur für die Switch, eigentlich für alles findet ihr da Spiele. Könnt ihr kaufen, verkaufen oder sogar eine digitale Sammlung anlegen. Ja, und dann würde ich noch sagen, wenn ihr neu seid, dann herzlich willkommen und lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Ja, hier kommt mehr Nintendo Switch Content. Genug geflaxt, ab mit dem ersten Spiel. Ja, natürlich bekommen wir in wenigen Monaten Splatoon 3 und dann wird Splatoon 2 wahrscheinlich obsolet. Dennoch habe ich mit Splatoon 2 insbesondere im Online-Modus sehr viel Spaß und ich muss gestehen, ich habe in Splatoon 2 sogar nur den Online-Modus gespielt. Singleplayer war nicht so meins. Mit unserem kleinen Inkling treten wir in einem 4 gegen 4 gegen andere Gegner an und müssen die Karte möglichst mit mehr Farbe einsauen als unser Gegner. Hierzu stehen uns diverse Waffen zur Verfügung, die unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Wer den kompetitiven Aspekt mag, der kommt bei Splatoon 2 auch nicht zu kurz und kann hier im Ranked-Modus spielen, wobei die Splatoon-Community schon etwas salty ist, wenn man das so sagen darf. Wer mit seinem Freund zusammen zocken will, kann einfach die Runde joinen. Leider kann man nicht auswählen, ob man mit oder gegen den Freund spielen möchte. Das wird leider automatisch pro Runde gemischt. Seid ihr allerdings 4 Freunde, dann könnt ihr als ein Team gegen ein anderes Team euch die Farben um die Ohren hauen. Hoffen wir mal, dass in Splatoon 3 der Online-Multiplayer-Modus noch etwas aufgewertet wird. Natürlich darf auch Mario Kart 8 Deluxe nicht fehlen und seit dem DLC, wo wir immer noch auf die zweite Welle warten, welche hoffentlich im Juni erscheint, hat man auch mal ein paar Strecken mehr zur Auswahl. Es ist nicht nur das meistverkaufte Spiel, sondern wohl auch das Spiel, was online mit am meisten Spaß macht. Wir haben zum Beispiel jeden Freitag ein Mario Kart 8 Turnier auf Twitch. Wer da mal mitmachen will, der kann ja mal auf Twitch vorbeigucken. Link ist dazu unten in der Videobeschreibung. Ansonsten sollte es wohl klar sein, dass Mario Kart in die Top-Liste für Online-Multiplayer-Games nicht fehlen darf. Neben den Turnieren können wir auch einfach weltweit gegen bis zu 11 Gegner fahren und sich die ganzen Shells um die Ohren pfeffern. Mario Kart macht nach wie vor immer noch riesig Spaß und wollen wir einfach mal hoffen, dass wir Zeit war, einen Nachfolger erhalten. Aber bis dahin bleibt Mario Kart 8 Deluxe ein sehr, sehr gutes Online-Multiplayer-Spiel. Ich muss gestehen, ich habe Rocket League, glaube ich, das letzte Mal gespielt, als es noch kostenpflichtig war. Mittlerweile ist Rocket League ja kostenlos. Also mal ausprobieren, schadet hier in keinem Fall. In Rocket League rasen wir mit Autos über eine Art Fußballplatz und probiere den überdimensionalen Ball in das gegnerische Tor zu befördern. Dabei legen wir wahnwitzige Distanz hin, drehen Loopings und können sogar die Wände entlangfahren. Alles ist erlaubt, sogar den Gegner mit einer gezielten Attacke kurzzeitig aus dem Spiel zu nehmen. Die Autos können wir dann auch noch individuell anpassen, wie zum Beispiel mit Hüten, Stickers oder sonstigen Accessoires. Und natürlich kann man auch einige Dinge mit Echtgeld kaufen, die einem allerdings nur einen kosmetischen Vorteil verschaffen und somit nicht zwingend notwendig sind. Wir können auch mit einem Freund gegen andere spielen und es gibt diverse Modus, die wir online antesten können. Ich kann es wirklich nur jedem mal empfehlen, sich Rocket League auf die Switch zu laden und eine Runde Autofußball auszutesten. Das wohl beliebteste Kampfspiel auf der Switch ist sicherlich Smash Bros. Ultimate und hier gibt es ja auch eine sehr kompetitive Szene. Hier kann man aber auch gerne mal online seine Zeit gegen Freunde oder Fremde verbringen, wobei hier schon echt ein paar Schwitzer am Werk sind. Wir haben die Auswahl von über 80 Kämpfern, welche allerdings nicht alle im Standardspiel enthalten sind, sondern zum Beispiel bei einem kostenpflichtigen Fighter Pass erst erhältlich sind. Wir versuchen uns dann auf diversen Karten eben von jener zu befördern und gemäß dem Highlander-Prinzip, es kann nur einen geben, zu gewinnen. Super Smash Bros. Ist nicht nur einfach wild auf Knöpfe hämmern, auch wenn das meine bevorzugte Strategie ist, sondern hier gibt es auch jede Menge taktische Kniffe. Wir können sogar eine eigene Kampfarena für unsere Freunde anlegen und uns gegen diese Wüste virtuelle Schlägereien liefern. Leider ist auch Smash Bros. Ultimate von Lags nicht befreit, dies liegt aber in der Natur von den Nintendos Peer-to-Peer-Gedanken im Online-Geschäft. Hoffen wir mal, dass sich das zukünftig ändert. Mario Party Superstars ist nicht nur Spielspaß für die ganze Familie, sondern man kann auch hier wunderbar online gegen seine Freunde eine Runde spielen.
Und wenn man keine Freunde hat, dann kann man auch einfach eine fremden Lobby joinen. Auch wenn ich die Bretterauswahl aktuell noch für sehr dürftig halte und hoffentlich hier in Zukunft noch was kommt, machen die Online-Spiele gegen Freunde und die Minispiele wirklich eine Menge Spaß, wenn jeder der Spieler auch eine ordentliche Internetverbindung aufweist. Ansonsten kann es auch mal ganz schnell nervig werden, wenn Mario und Co. sich in Zeitlupe bewegen und gefühlt jede Knopfeingabe einfach komplett ignorieren. Derzeit gibt es wie gesagt lediglich 5 Spielbretter, und zwar Yoshis Tropeninsel, Spacelands, Peach Geburtstagstorte, Woody's Wald und meine persönlich favorisierte Map, Horrorland. Super Mario 3D World hat nicht nur einen super Singleplayer, sondern kann auch online mit Freunden gezockt werden, und ich muss sagen, das macht eine Menge Spaß. In Super Mario 3D World können bis zu 4 Spieler auf einer gemeinsamen Sternejagd gehen und dabei eine von 5 spielbaren Charakteren auswählen. Logischerweise agiert jeder Spieler komplett unabhängig von den anderen. Solltet jemand aus dem Bildschirm huschen, weil euer Freund mal wieder Vollgas gegeben hat, dann landet ihr in einer Blase und könnt euch in die Nähe eines anderen Spielers Fall wieder fallen lassen. Wir arbeiten mit und gegeneinander. Natürlich wollen wir zusammen die Gegner erledigen. Auf der anderen Seite wollen wir auch die meisten Punkte sammeln, und so gibt es jede Runde einen virtuellen Gewinner. Super Mario 3D World ist ein hervorragendes Jump'n'Run-Game. Mit Freunden macht es online noch mehr Spaß. Bei dem nächsten Spiel werden sich sicherlich einige wundern. Aber ja, Animal Crossing New Horizons ist in dieser Liste mit drin, denn es gibt einen Online-Multiplayer und man kann mit seinen Freunden ein wenig Spaß haben. Ich muss direkt mal erwähnen, dass hier Nintendo nicht den besten Job gemacht hat, denn es wäre noch viel, viel cooler, wenn man mit seinen Freunden an der eigenen Insel oder der Insel seines Freundes mitgestalten könnte oder wenigstens Multiplayer-Inseln à la New Leaf vorhanden wären. Aber es gibt es leider nicht, und somit, finde ich persönlich, fehlt jedoch das ein oder andere. Dennoch kann man auf seiner Insel zum Beispiel kleine Spiele aufbauen oder auch einfach nur gemeinsam angeln oder den Tag ausklingen lassen und dann schon über den Voice-Chat miteinander... Moment, ja, den gibt es ja auch nicht. Okay, dennoch kann es hier und da Spaß machen, seine Freunde auf die Insel einzuladen und virtuell die Seele baumeln zu lassen. Minecraft ist einfach ein Phänomen. Ich weiß noch, als das Spiel damals erschienen ist und jeder vorpubertierende Mensch es auf diesem Planeten gespielt hat und ich mir nur so dachte, was soll der Mist? Ich bin dann erst viel später zu Minecraft gekommen und ich habe mich damit auch mal mehr auseinandergesetzt. Das Prinzip in der Pixel-Look-Grafik ist einfach wirklich genial und das Crafting und auch die Baumöglichkeiten sind schier endlos. Und dann können wir auch noch zusammen mit einem Freund in dieser riesigen Spielewelt von Minecraft abtauchen, und das geht sogar dann, wenn der Freund eine Minecraft-Version in der Bedrock-Version auf dem PC, der Xbox One oder dem Handy besitzt. Nur PlayStation-Spieler sind hiervon ausgeschlossen. Die Steuerung ist, wie ich finde, ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es erstmal gecheckt hat, dann steht dem Online-Vergnügen nichts mehr im Wege. Among Us hatte seinen großen Hype in 2020, wo gefühlt jeder dieses Spiel gespielt hat. Mittlerweile ist der Hype ein wenig verflogen, aber dennoch ein gutes Online-Multiplayer-Spiel, wenn man genug Freunde zusammenbekommt. Auch wenn man Among Us mit Fremden theoretisch spielen kann, so kommt doch mit Freunden erst so richtig Stimmung auf. Leider unterstützt die Switch-Version das Spiel keinen Voice-Chat, und so ist es ratsam, sich zum Beispiel über Discord zusammenzutrommeln. Das Konzept von Among Us ist einfach. Einige Spieler sind die Guten und erledigen einfache Aufgaben, um ein schwer beschädigtes Raumschiff zu reparieren. Allerdings sind die ein oder mehrere Spieler die bösen Buben, die geschickt wurden, um die Crew zu töten. Wenn die Bösen, die versuchen werden, sich so gut wie möglich zu tarnen, indem sie vorgeben, Aufgaben zu erledigen, es schaffen, alle anderen zu töten, gewinnen sie. Während die Crew gewinnt, indem sie jede Aufgabe auf der Liste erledigt. Spielspaß und Rage garantiert. Monster Hunter Rise ist das nächste Spiel, und Rise war mein erstes Monster Hunter, und ich muss sagen, Capcom hat hier einen tollen Job gemacht. Monster Hunter war für mich immer ein Mysterium und schwer zugänglich, aber mit Monster Hunter Rise sieht die Sache anders aus und ich persönlich finde es super einsteigerfreundlich. Das Spiel hat nicht nur das typische Monster Hunter Gameplay an Bord, sondern auch die neue Wirebug-Mechanik, und man kann sich wie Spider-Man durch die Lüfte schwingen. Ich liebe es. Und nicht nur das, sondern wir können auch zusammen mit Freunden die Riesenmonster vermöbeln, und das ist einfach nur ein Heidenspaß. Einfach Freunde versammeln und schon gehen wir gemeinsam auf die Jagd und prügeln uns durch die wunderschöne Welt von Monster Hunter Rise. Ich bin kein Riesenfan des Multiplayer Online Battle Arena oder kurz MOBA-Genres, allerdings bin ich ja auch nicht der Standard, und ich meine, Pokémon Unite ist kostenlos, also gibt es eine Chance. Denn mit Pokémon Unite kombiniert das MOBA-Format mit unserem Lieblings-Pokémon zu einem tollen Spielerlebnis. Ich habe es am Anfang gezockt und kann alles als totaler MOBA-Noob sagen, dass es absolut zugänglich für Anfänger ist. Sicherlich sitzen einem auch hier die Schwitzer im Nacken, aber ich hatte damals schon meinen Spaß. Ich weiß ja nicht, wie das aktuell ist, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben.
spielen. Es gibt eine Vielzahl von Spielmodi, aber in der Regel läuft die Matches in 5 gegen 5 ab und wir müssen unsere Gegner niederschlagen und uns durch das Bekämpfen von wilden Pokémon aufleveln. Das Zusammenspiel ist natürlich auch wichtig, damit wir durch Angriffe auf die Torzonen des Gegners unsere Punkte in die Höhe treiben. Ich meine, es ist kostenlos, also probiert es aus. Das nächste Spiel ist wieder Kölsche Karneval. Entweder man liebt es oder man hasst es. Und zwar ist die Rede von Fortnite. Und ich habe eine lange Zeit Fortnite wirklich gerne gespielt, auch wenn ich finde, dass die Framerate auf der Switch manchmal echt unterirdisch ist. Aber hey, es ist absolut spielbar. Es ist wohl das bekannteste Battle Royale Game und hat mit seinem Baumodus schon den einen oder anderen vor echten Herausforderungen gestellt. Ansonsten muss man zu Fortnite wohl nicht mehr viel sagen. Es ist kostenlos, es gibt einen Battle Pass und man kann mit Freunden zusammen im Team zocken. Die neue Seasons bringen dann auch ständig Abwechslung und das ist wohl auch das Erfolgsrezept von Fortnite. Wer auf der Suche nach einem Survival-Online-Multiplayer-Loot-Shooter ist, der sollte das mal im eShop kostenlose Vigo ausprobieren. Spielprinzip ist eigentlich ganz einfach. Wir haben einen Unterschlupf und den müssen wir ausbauen, um zum Beispiel bessere Waffen oder Munition herstellen zu können. Dazu brauchen wir natürlich Material und dazu müssen wir dann in Online-Multiplayer-Kämpfe stürzen und uns so unseren Loot zusammenschießen. In diesen Online-Battlen nehmen dann inklusive uns 10 Spieler teil. Dann können wir Lootboxen aufsammeln, die oft umkämpft sind, oder wir schleichen uns von Haus zu Haus und plündern diese. Allerdings muss man hier aufpassen, denn wenn man stirbt, ist das ganze eingesammelte Loot weg und wir gehen eben mit leeren Händen nach Hause. Ansonsten bringen wir den Loot in unseren Unterschlupf und können mit dem gesammelten Material unsere Ausrüstung und Waffen verbessern. Sehr cooles Spielprinzip und dazu noch kostenlos spielbar. Ja, ich weiß, Fall Guys ist noch gar nicht draußen und somit dürfte es rein theoretisch nicht mit ins Video. Aber hey, es kommt am 21.06. und somit dachte ich mir, packe es schon einfach mal mit rein. Das Video wird ja noch ein wenig online sein. Die Ankündigung von Fall Guys für die Switch ist nun schon knapp 1,5 Jahre her und gefühlt ist es so, dass es eh keiner mehr braucht. Aber es kommt kostenlos auf die Switch und dafür bekommen wir schon ein schönes Game, das uns ab und an die Langeweile sicher vertreiben kann. Wir müssen uns nicht nur über wenige Spiele aufregen, denn das Spiel ist cross-plattformfähig und von daher sollten wir da keine Probleme haben. Mit dem Start auf der Nintendo Switch wird auch die bisher vollgepackteste Season von Fall Guys eingeführt, in der haufenweise neue Herausforderungen und Belohnungen auf neue und alte Bohnen warten, sowie wichtige Aktualisierungen des Fortschrittssystems und eine neue Ingame-Währung namens Showbucks. Auch wenn ich kein großer Freund von FIFA für die Nintendo Switch bin, ist es dennoch alternativlos, wenn man eine gute Fußballsimulation auf der Switch sucht. Sicherlich sind die ganzen Legacy-Updates nur eine harte Abzocke von EA, weil wir seit 3 Jahren kein wirkliches neues Gameplay mehr bekommen, aber in diesem Video geht es ja auch um den Online-Multiplayer und hier hält FIFA 22 einiges bereit. Zu einem können wir natürlich gegen Freunde oder Fremde ein gepflegtes Online-Match führen und dann gibt es ja natürlich auch noch den Ultimate-Team-Modus, wo wir uns ein Team aus den besten Spielern der Welt zusammenbauen können und auch hier können wir uns dann online auf dem virtuellen Fußballplatz duellieren. FIFA 22 für die Switch ist schon eine harte, abgespeckte Version zu den anderen Konsolenteilen und wer eine andere Konsole besitzt, der sollte es lieber dort spielen, aber für Switch-Only-Besitzer kann man online ein paar nette Partien bestreiten. Noch ein Spiel, was man grundsätzlich kostenlos spielen kann. Es ist nicht mein Lieblingsgenre, aber ich hatte schon einige Stunden in Asphalt 9 Legends verbracht, denn wenn schon ein Rennspiel, dann schön arcade-lastig. Asphalt 9 Legend ist absolut actionreich, egal ob Sprünge, Explosion, Crash, Nitro Boost, das Spiel bzw. das Fahren fühlt sich einfach nur gut an und die Steuerung ist absolut top. Aber natürlich gibt es auch hier einen Online-Modus, sonst wäre das Game ja nicht in diesem Video. In Asphalt 9 Legends können wir in Online-Events gegen bis zu 7 Online-Gegner in verschiedenen Mehrspieler-Events antreten. Kommen wir zu einem, wie ich finde, sehr guten und witzigen Battle Royale Spiel, welches natürlich auch Free-to-Play daherkommt und zwar ist die Rede von Realm Royale. Realm Royale funktioniert eigentlich wie jedes andere Battle Royale Spiel auch. Am Anfang suchen wir uns eine von 5 Klassen aus, welche unterschiedliche Fähigkeiten aufweisen. Dann stürzen wir uns ins Online-Gemetzel und müssen durch Loot unsere Ausrüstung und Fähigkeiten eben verbessern und auch hier gilt das Highlander-Prinzip, der Letzte ist der König. Segnen wir das Zeitliche, sind wir nicht direkt verloren, sondern flattern und gackern als Hühnchen rum. Schaffen wir es, über eine gewisse Zeitraum nicht als Brathähnchen verarbeitet zu werden, werden wir wiederbelebt. Wie gesagt, Realm Royale ist kostenlos, testet es einfach mal aus.
Super Mario Maker 2 ist sicherlich jedem ein Begriff und hier können wir nicht nur unsere Baukünste unter Beweis stellen, sondern können auch noch die Level von Freunden und Fremden zocken. Wenn man also mal genug von vorgefertigten Levels hat, ist Super Mario Maker 2 sicherlich eine gute Wahl. Und die Level reichen von Iggy-Niveau, also komplett einfach, bis zum absoluten Jump'n'Run Pro-Niveau. Nintendo hat dann auch 3 Monate nach Release von Super Mario Maker 2 ein Update herausgebracht, was uns erlaubt, jetzt eben auch online mit Freunden die Level zu zocken. Dabei gibt es einen Online-Koop-Modus oder eben einen Versus-Modus, wo es dann darum geht, der Schnellste zu sein. Also packt eure Freunde und battelt euch online. Nintendo Switch Sports ist erst am 29.04. erschienen und auch wenn es für mich persönlich noch zu wenig Spiele sind, macht das Game einfach unfassbar viel Spaß im Online-Modus. Okay, außer Bowling. Neben Bowling haben wir dann noch Volleyball, Badminton, Chambara, Tennis und Fußball und die Online-Fußball-Matches sind wirklich cool und auch mal was Neues. Wir bekommen dann noch bald ein Update mit Golf und ein weiteres soll auch noch folgen. Welche Sportart wir dort erhalten, ist noch nicht ganz klar. Online können wir dann einfach mit Fremden spielen oder wir eröffnen eine Lobby für unsere Freunde und messen uns dort in der diversen Sportarten miteinander. Wenn ihr nach dem besten Couch-Koop-Modus spielen sucht, dann habe ich auch noch schon ein Video, da könnt ihr hier mal draufklicken. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht mal in einem der Streams.